Hallo, ich stehe schon in meinem Wirkungsbereich heute. Ich habe was vor. Also, ich werde die Küche ein bisschen umgestalten, ein kleines bisschen. Also, vielleicht ist es dir aufgefallen, dass ich in letzter Zeit ein paar Küchengeräte angesammelt habe, hier in dieser Ecke. Und ich habe mir schon wieder ein Küchengerät bestellt. Das wird heute ankommen, darauf freue ich mich schon riesig. Das hatte ich auch schon auf Insta-Stories angekündigt, dass ich mich darauf freue. Ich werde nämlich einen Reiskocher bekommen. Ich überlege schon seit Jahren, Jahrzehnten, ob ich mir einen Reiskocher kaufen soll. Ich habe es dann irgendwie immer nicht gemacht, weil wir den Reis dann halt irgendwie im Topf gemacht haben. Oder im Bobbelwobbel. Den habe ich ja auch immer dafür benutzt. Aber es ist einfach so, wie es ist. Der Reis schmeckt im Reiskocher einfach am allerbesten. Deshalb konnte ich tatsächlich auch Justus überreden, dass wir uns jetzt einen Reiskocher bestellen. Weil er ist natürlich auch nicht ganz so zufrieden mit dieser Ecke da. Dafür werden aber jetzt ein paar Geräte hier weichen. Und ich weiß auch schon, welche. Also, welche Geräte werden jetzt weichen? Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Es wird gehen. Der Bobbelwobbel. Ja, das war, glaube ich, fast klar. Ja, also mit dem Bobbelwobbel habe ich ja bisher immer den Reis gekocht. Deshalb wird er dahingehend schon ersetzt. Er wird jetzt aber nicht irgendwie weggegeben oder so, sondern er kommt nur in den Nebenraum. Also ich brauche ihn ja nach wie vor noch für Gerichte, die einfach super mega lange brauchen. Zum Beispiel für meine Joe, also meine Reissuppe, für den Schweinebauch, den ich koche, für Gulasch, also solche Dinge, die eigentlich so Stunden brauchen. Da schafft er das einfach in kurzer Zeit, in der Hälfte der Zeit. Und diese Gerichte mache ich eben nicht jeden Tag. Deswegen kommt er einfach rüber in unseren, ja, Waschraum. Da habe ich so ein bisschen mehr Platz als hier in der Küchentheke. Mir ist das hier auch einfach zu voll. Ja, ich weiß gar nicht, wie du das machst. Schreib mir mal bitte mit deiner Küchenorganisation. Das interessiert mich total. Wo hast du deine großen Küchengeräte stehen? Dafür haben wir zum Beispiel überhaupt gar keinen Stauraum in unserer Küche. Viele sagen, wir haben ja schon eine große Küche, aber für sowas fehlt einfach der Platz. Ich weiß nicht, außer hier. Aber das ist nicht schön. Und was auch noch wegkommt, beziehungsweise in den Nebenraum kommt, ist meine Rührmaschine. Denn auch die benutze ich nicht jeden Tag, sondern vielleicht einmal die Woche. Und dafür reicht es dann, wenn sie da hinten steht. Danach, wenn diese beiden Geräte weg sind, wird hier schon viel, viel mehr Platz sein. Guck, jetzt sieht es schon gut aus. Muss man kurz gucken, wo der jetzt drüben hinkommen kann. Wo tut man so riesige Geräte hin? Okay. Nicht erschrecken. Wäsche stapelt sich mal wieder. So wie immer. Also, ich tue den jetzt erstmal hier unten hin. Der wird danach noch in den Schrank hinten verräumt. Und guck mal da. Mein neues Schätzchen. Ich muss sagen, ich liebe dieses Teil. Meine neue Dampfstation hier. Da haben auch ganz viele geschrieben, dass sie auch sowas haben und es nicht mehr missen wollen. Und das ist wirklich so. Also der bügelt, ich bügel wie auf Seide, wie auf einer Schlittschuhbahn. Das geht wirklich so zackig rüber. Und ich spare mir Zeit dadurch. Also bestimmt nicht nur die Hälfte der Zeit. Doppelt so viel. Dreiviertel der Zeit spare ich mir seitdem. Kann ich sehr empfehlen. So eine Dampfbügelstation. So, das kommt jetzt auch noch rüber. Schon Sport heute Morgen gemacht jetzt. Ich werde wahrscheinlich noch mal so ein Regal bekommen. Also so wie das da hinten in der Ecke. So eins werde ich da noch mal in die Ecke bekommen. Dann habe ich da Stauraum für diese Großgeräte. Ansonsten siehst du schon hier Wäsche. Schon schön fein säuberlich aufgeteilt. Genau, das mache ich auch noch. Also hier ist dunkel und dann wird es immer heller. Also ich habe heute noch ein bisschen was vor. Und das, was mich vorantreibt, ist der Gedanke, dass mein Reiskocher heute ankommen wird. Übrigens hat das voll lange gedauert mit der Lieferung jetzt. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so lange gedauert hat. Aber ich habe ihn vor einer Woche bestellt. Normalerweise dauert das ja immer nur so 2, 3 Tage. Also die Preppi bleibt stehen. Obwohl Justus der Meinung ist, dass sie auch weg kann. Nein, die Preppi muss hier stehen bleiben. Mal rüber. So, wo kommt mein Reiskocher dann hin? Hier oder da? Ach so, was ich auch am liebsten weghaben möchte, ne? Braucht ja auch kein Mensch.
Aber nein, der muss leider auch hier stehen bleiben. Ja, ansonsten ganz normal Wasserkocher, Eierkocher. Das sind Sachen, die wir brauchen. Also Eier koche ich immer im Eierkocher. Das geht auch am praktischsten. So ähnlich wie Reiskocher. Also Reiskocher ist am besten für den Reis und Eierkocher ist am besten für die Eier. Deswegen bleibt das hier stehen. Also ich glaube wirklich, dass der Reiskocher hier hinkommen wird. Ja, Platz geschaffen. Jetzt kann er kommen. So, das kleine Ding hier kann ich auch noch wegtun. Das brauche ich da auch nicht. Guck mal, wie frei das hier plötzlich aussieht. Oder? Huch, das tropft noch. Ist noch ein bisschen nass. Da kommt hier unten hin. Ich habe auch schon überlegt, was es heute zu futtern gibt. Huch, die Bananen gehören hier gar nicht rein. Mal gucken, was wir heute leckeres zaubern. Ich habe auf jeden Fall gerade erst den Wocheneinkauf hinter mir. Deshalb ist es hier so schön prall gefüllt. Ebenfalls auch der Kühlschrank, der ist auch richtig schön prall gefüllt. Ja, muss ich gleich mal Justus fragen, worauf er Lust hat. Die Kinder, weiß ich nicht, die sind natürlich wieder für so normale Sachen am empfänglichsten. Frage ich schon mal meinen Ehemann. Worauf hast du heute Lust, Mittagessen? Was Leckeres. Was Leckeres. Standardantwort. Was gibt's denn zur Auswahl? Alles. Wie alles? Alles frisch da. Was sagst du? Ach, guck mal hier. Abendnascherei gestern. Ich muss echt aufpassen. Ich darf nicht zu viel davon essen. Ich habe schon eine ganze Packung leer gemacht. Und das ist die zweite. Ich muss sie wegpacken. Das ist sonst. Habe ich kein Halten. Ich habe da nicht so viel Selbstdisziplin, dass ich dann. Hast du dir selber aufgefuttert oder was? Ja. Ich habe da nicht so viel Selbstdisziplin. Dann futter ich mal, fange ich an und höre dann nicht mehr auf. Ja. Mittag esse. Vielleicht auch für die Kinder Spaghetti? Spaghetti, okay. Oder was hast du anderes geplant? Asiatische Nudeln? Asiatische Nudeln kann ich auch machen. Ja, mach das mal. Ich habe ja vor die Kinder. Ja? Nudelsuppe oder was? Okay. Also wenn der Reiskocher jetzt gleich noch ankommt, dann kann ich den ja noch zeigen. Ich hoffe, das klappt noch. Ansonsten zeige ich ihn im nächsten Vlog vielleicht. Hm. Gelle, Justus? Gelle. Justus. Was zappelst du hier? Ja, also Justus und ich, wir beide. Zusammen, gemeinsam. Together. Also, wie in unserer kleinen Runde. Ja, erzähl, jetzt habe ich... Ja, wir haben ja noch was zu erzählen. Was habe ich zu erzählen? Ach, Justus. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich zu erzählen habe. Achso, jetzt musst du irgendwie romantische Musik einblenden. Nein, also ich hatte ja schon gesagt, dass wir nochmal ein Thema anschneiden könnten. Hä? Hast du Lust jetzt? Ach so, Familienplan oder was meinst du? Ja. Achso. Wollen wir das berichten schon oder ist das schon in festen Tüchern? Ja, also jetzt... Haben wir schon so viel nachgefragt? Ja, was heißt so viele nachgefragt? Also es war jetzt für uns eben auch ein Thema, Kinderwunsch, wie geht es weiter? Sind wir bereits schon vollständig? Wir haben ja schon 3 Kinder. Oder können wir uns noch Nachwuchs vorstellen? Also ich muss ehrlich sagen, das war ein Thema, was uns die letzten Monate oder auch das ganze letzte Jahr sehr beschäftigt hat. Mhm. Und wo wir uns selbst eigentlich gar nicht so festgelegt hatten. Es war eher wirklich wie so ein bisschen hin und her. Also ich habe gesagt, ja, es wäre doch wieder schön, so ein kleines Baby. Und dann habe ich wieder gesagt, nein, wir sind doch schon wieder komplett. Und genauso ging es eigentlich Justus auch die ganze Zeit. Deswegen war das auch so ein bisschen hin und her bei uns ständig. Naja. Ja, ich glaube, das hat die Community aber auch so mitbekommen. Ja, aber wir bauen ja aus und wir haben ja auch extra einen großen Raum übrig gelassen, der eigentlich hätte Abstellkammer werden sollen. Werden können. Ja. Wo auch ein Kinderzimmer hinkommt. Also das heißt, Kim kommen könnte. Das heißt, wir werden die Familienplanung werden wir genauer besprechen, wenn das Haus fertig ist. Nicht vorher, sonst ist uns das zu viel. Ne? Also während des Umbaus hier laut und staubig und so weiter, dann noch Schwangerschaft, das ist, glaube ich, ein bisschen viel. Naja, besprechen steht ja, ist ja nicht richtig. Hm? Also besprochen haben wir es ja schon. Oder nicht? Also wir haben ja, eigentlich waren wir dabei, dass wir sagen, ja, wir bekommen ein Kind. Aber dann hast du wieder gesagt,
Nee, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, es ist halt wirklich dieses... Ja. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Also wir sind so glücklich, wie wir sind, oder? Wir haben ja schon 3 Kinder. Wir haben es schön hier zu Hause. Ich komme damit ganz gut zurecht, diese 3 Kinder auch, ich sage mal, hier und dahin zu fahren. Aber manchmal, wenn ich dann auch wieder so ein Baby sehe bei anderen oder auch so alte Babyfotos mir angucke von unseren Kindern, dann kommt es wieder so hoch und dann denke ich mir, oh, so ein kleines, das wäre so schön. So ein kleines, schreiendes, in der Nacht weckendes Baby, das wäre schön. Genau, nicht, sowas, ja. Das wäre toll. Ja, und, aber... Also meine Überlegung ist eine andere. Ob es nicht schön wäre, noch, dass ein 4. Kind hier wäre. Also für mich ist die Babyzeit eher so okay, nach der Horrorzeit, nicht? Wäre schön, dann noch ein 4. Kind wie Elisa zu haben, dass er hier zu Hause spielt und ja, Spaß hat. Ja, ich muss sagen, es ist wirklich herrlich. Also wir merken das jeden Tag, Elisa, das kleine Nesthäkchen quasi, wie sie hier rumspringt. Es ist schon echt schön, so einen kleinen Wirbelwind einfach zu Hause zu haben. Und die macht ja ganz viel mit den Geschwistern. Also ja. Es ist jetzt nicht nur so, dass die Eltern die ganze Zeit das Kind bespaßen müssen, sondern die macht ganz viel mit ihren Geschwistern und ihrem Shop. Ja, ihrem Kaufmannsladen. Alle müssen einkaufen. Alle müssen einkaufen gehen. Ständig. Ja, ständig einkaufen. Aber können wir das sagen? Komm mal her, man sieht dich so ein bisschen. Können wir das jetzt schon so sagen, der Community, oder noch nicht? Ja, ist ja ein Kind in Planung sozusagen. Mann, du bist so unromantisch, weißt du? Ja, ich würde es ganz anders sagen, aber okay, jetzt. Ja, mit einem gewissen Abstand zum Bau. Genau, also das ist eigentlich so das, was wir am Abend besprochen hatten, weil wir uns die ganze Zeit so nicht einig waren, haben wir uns dann wirklich mal hingesetzt und dann habe ich gesagt, jetzt reden wir mal Tacheles. Justus, wie ist es denn jetzt nun? Wollen wir denn jetzt noch ein Kind oder nicht? Weil ich wollte einfach auch für mich die Gewissheit haben, okay, steht jetzt noch was an? Wird das noch passieren oder nicht? Ich wollte nicht mehr dieses Hin und Her. Na gut, ich habe so ein bisschen, ich hatte ja schon mehrfach gesagt, Mensch, 3 Kinder, also wir sind ja schon gut eingespannt, die wollen auch ihre Aufmerksamkeit und ich hätte immer Angst, dass es dann einfach ein Kind hinten runterfällt, ein stilles Kind. Ne? Also Clara, die dann zum Beispiel eigentlich nicht so viel Aufmerksamkeit braucht, ja, oder einfordert, dass die dann so schweigend in ihrem Zimmer dann immer ist. Das finde ich nicht, schön. Ja, sie ist eben sehr selbstständig. Aber, genau, und dass wir halt immer gucken auf die Kinder, dass das, und wenn da so ein kleines Baby käme, ob das nicht so viel Aufmerksamkeit zieht, dass wir dann in Anführungszeichen vielleicht die anderen Kinder nicht mehr ordentlich versorgen können. Also das wäre ganz schlimm für mich, wenn das einfach zu viel Stress dann gäbe. Aber jetzt... Naja, aber das ist ja auch der Gedanke, den jeder hat, schon beim 2. Kind und auch schon beim 3. Kind. Und das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Ja, also wenn wir 10 Kinder haben, haben wir was falsch gemacht. Dann haben wir nicht ordentlich überlegt. Naja, alle wollen ihre Hobbys haben und so weiter und dann muss man schon ein bisschen hin und her fahren und so. Ja, bei uns ist sowas wirklich sehr, sehr gut überlegt. Deswegen haben wir auch sehr lange darüber überlegt. Ja, wir machen ja auch viel mit den Kindern. Also es ist ja nicht so, dass wir dann sagen, okay, Kind Nummer 3 ist fertig, ich kann es nach oben gehen. Sondern wir machen ja auch viel mit den Kindern. Und ich fände es nicht schön, wenn das deutlich reduziert werden müsste, weil ein kleines Baby da wäre, das die ganze Aufmerksamkeit braucht und zieht. So, aber ich glaube, ein viertes Kind wäre noch möglich. Ja. Jetzt, so nach viel Überlegungszeit von über einem Jahr. Ja, also wir haben darüber gesprochen und haben dann doch gesagt, ja, also es ist ein 4. Kind geplant. Ich freue mich so darüber, das selbst auszusprechen. Das ist so ein bisschen komisch, weil wir uns wirklich die ganze Zeit nicht ganz so sicher waren. Aber bei uns ist immer alles gut geplant. Das bedeutet, du kennst eigentlich auch schon so unseren Plan für 2020. Mhm. Und eine Schwangerschaft kommt nicht vor der Reise nach Japan in Betracht. Denn ich habe gesagt, einmal in meinem Leben fliege ich nach Japan, in das Land des Sushis. Da möchte ich natürlich das auch essen können. Ja, das war mir sehr wichtig. Aber ich sag dir mal ein Geheimnis. Ich glaube, Japanerinnen werden auch schwanger. Ja, aber dann verzichten sie ja da auf das Sushi. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte da ja Sushi essen. Okay. Ja, genau. Also vor der großen Reise
wird es keine Schwangerschaft geben, genauso wenig wie vor dem fertigen Hausbau, Hausumstellung, Hausfertigstellung. Genau. Also das haben wir natürlich alles mit bedacht. Also da sind wir schon genug Kopfmenschen, um das auch so weit zu denken. Ich muss das sagen. Ja, es gibt nicht, ja, ich weiß nicht, was ich sagen nicht so viele Zufälle. So. Genau, oh, also... Da ist ein Kind. Wir sind da ganz unromantisch und planen die Kinder. Was ist das denn? Ich glaube, das ist auch ganz klug, ein Kind zu planen und nicht jetzt habe ich ein Kind. Naja, es gibt schon auch welche, die das tatsächlich romantischer finden, wenn man das nicht so plant. Verstehst du? Aber naja, gut, wir sind halt so, wie so wir sind. So viele Variablen. Community kennt uns schon, wir sind da halt immer so ein bisschen anders als andere Leute. Ja, ja. Ja, aber ich freue mich so sehr, dir das jetzt auch zu sagen. Ich hatte das in der Insta-Story schon so ein bisschen angeschnitten, dass es bald Neuigkeiten hier, ne? gibt. Selbst bei dem Durchgang haben wir auch schon gesagt, ja, Mensch, da wäre ein Kinderzimmer. Also wir haben es ja auch ein bisschen durchleuchten lassen, dass er vielleicht was in Planung hat. Ja, aber da waren wir auch noch immer so, ne, ja, oder so, ja, neues Kind, ja. So ein bisschen auch so gestichelt, genau. Uns gegenseitig so gestichelt. Aber mal gucken. Also ich weiß nicht, 2020, je nachdem, wann das Haus fertig ist, man weiß ja nie, da hört man ja auch so Horrorgeschichten, ne? Dann dauert der Hausbau plötzlich irgendwie 5 Jahre. Das hoffe ich nicht. Nee, das ist keine schöne Geschichte. Ja. Die Planung geht erst los, wenn alles fertig ist. Mhm. Ja, genau. Nicht so schnell. Also, Architekt kommt. Nächste Woche. Oh, nächste Dienstag, genau. Dann werden wir vieles besprechen. Ja, ich hoffe doch weitgehend abschließend besprechen. Justus möchte ja schon jetzt abschließen, damit es losgeht. Ja, wir wollen ja schon, dass es dann vor Ostern, also es soll jetzt schneller gehen auch, dass vor Ostern also die ganzen Unternehmen angeschrieben werden können für Kostenvorschläge. Apropos Unternehmen, da haben sich tatsächlich schon ein paar gemeldet bei uns, was ich total schön finde. Ich habe ganz viel aus rund um Deutschland. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn die dann... Ja, wir denken immer auch so für die anderen, ne? Also es wäre natürlich schon Hamburg damit es für dich nicht so ein weiter Anreiseweg. Ja, wir denken nur so für die Community irgendwie. Ja. Aber freuen uns total, wenn da wirklich Handwerker oder Bauleute dabei sind, die da Bock drauf haben, unser Haus umzubauen. Ich bin so froh, dass wir das jetzt besprochen haben. Das ist wirklich. So, ich habe die Preppy stehen lassen, wollte ich nochmal sagen. Preppy stehen lassen? Was habe ich gemacht? Ich habe doch die Küche so ein bisschen umgestellt. Ach so. Okay. Wegen meinem Reiskocher. Aber du weißt auch gar nichts. Wow, hast du die Küche umgebaut? Dann bewerte ich das jetzt mal, ja? Du kriegst einen Daumen ab. Justus? Vielleicht. Was soll das? Ja, nur so. Machst du dich lustig? Nein. Ist doch nicht. Oh, das sieht ja echt super aus hier. Wo ist die Maschine? Da drüben. Ich sollte die doch da drüben hinstellen. So wie ich dich kenne, hast du die einfach nur dahingestellt, ja? Weißt du, da hingestellt, ja? Du hast gesagt, über die machst mir da Platz. Ja, aber du hast jetzt nur auf die Waschmaschine gestellt, ne? Wollen wir mal, Nein, wir gehen jetzt mal gucken. Nicht auf der Waschmaschine! Du hast sie jetzt hier. Ich wette, sie hat sie einfach. Ich verräume sie jetzt mal hier. Jetzt gucken wir mal, wie sie aufgeräumt hat. Justus! Nancy hat sie nicht auf die Waschmaschine gestellt, sondern Nancy hat sie auf das Schuhregal gestellt. Was ist das? Ja, genau. Sehr gut. Unter der zu trocknenden Wäsche, da wird sie aufgehängt, ist jetzt die Preppy. Sehr gut. Das ist nicht da die steht Preppy, sie, das ist der Bobbelwobbel. Oh Gott, was ist das? Ach, weißt du was? Was, das ist doch falsch. Den brauchen wir doch für den Reis. Ha. Der Reiskocher, genau. Ich habe überlegt, ob ich für den Reiskocher dann auch einen Namen brauche. Vielleicht Reiskocher. Ich glaube, Reiskocher ist jetzt nicht so schwierig auszusprechen. Okay. Mein Reiskocher. Nein, mein zu kochender Reis. Meine Reismaschine. Ich dachte, ich wusste ja nicht, wohin. Verstehst du? Ja. Ich dachte schon mal raus aus der Küche, wäre das so schon mal ganz typisch. Nancy räumt auf und dann, oh nein, wo hast du es jetzt hingeräumt? Ja. Musst du gerade sagen. Bei dir weißt du, wo da finde ich meine Sachen alle nicht mehr wieder. Ja, wegräume und nicht unter die Wäsche. Boah, Justus, mein Ehemann. So, du siehst, wir lieben uns immer noch. Also ich werde jetzt zu Mittag kochen. Das ist so schön, das ist wirklich gerade so schön, dass ich das ausgesprochen habe. Also Kinderwunsch
besteht jetzt und Familienplanung wird fortgeführt. Das hört sich so komisch an. Dieser Plan steht. Aber für heute verabschiede ich mich schon. Ich zeige dir auf Insta-Stories dann, dass ich schönes zu Mittag gekocht habe. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.